Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen bei unserem Bericht über das Rennsportwochenende von Wiesmann hier auf dem Lausitzring. Wir haben Ihnen die schönsten Impressionen zusammengetragen und das sind Sie. Gas weg, rechts, links, auskuppeln, Kurve weg vom Gas. Gas weg. Und bremsen. Jawohl. Einen Wiesmann zu beschreiben ist fast unmöglich. Der Versuch, ihn mit Zahlen oder Fakten zu erklären, wird dem handgefertigten Präzisionssportwagen nicht gerecht. Man muss ihn schon erleben, erfahren und am eigenen Leibe spüren, was die Faszination Wiesmann ausmacht. Wer einmal einen Wiesmann gefahren hat, wird dieses Gefühl nie wieder vergessen. Wiesmann besitzt, zählt ohnehin zu den versiertesten Autofahrern. Hier jedoch zeigen professionelle Instruktoren, was wirklich in den Roadstern und GTs steckt. Gemeinsam mit ihrem Automobil erleben die Wiesmann-Kunden Grenzbereiche, physikalische, aber auch persönliche. Eine Erfahrung besonderer Art. Der Wiesmann Roadster, kurz MF3 genannt, lässt sich in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer beschleunigen. Seine 343 PS katapultieren das nur 1200 Kilogramm wiegende Auto auf eine Höchstgeschwindigkeit von 255 Stundenkilometern. Noch schneller ist der geschlossene GT, 367 PS, V8 BMW Motor mit 4,8 Litern Hubraum. Einen Wiesmann zu besitzen, heißt aber auch, Teil der Wiesmann-Familie zu sein. Die Events der Automanufaktur sind ebenso außergewöhnlich wie die Fahrzeuge. Individualität bis ins kleinste Detail. Wer möchte, trifft hier Individualisten der besonderen Art mit einer Gemeinsamkeit: ihren Wiesmann. Auf der abgesperrten Rennstrecke des Lausitzrings ist der Wiesmann in seinem Element. Vor jeder Trainingseinheit werden die Fahrer präzise gebrieft. Profis vermitteln ihr Wissen und geben wertvolle Tipps für den sicheren und ambitionierten Umgang mit den Sportautos. Was dann folgt, kann man mit Worten kaum beschreiben. Adrenalin auch in den Trainingspausen. Wer einen Wiesmann fährt, darf das Beste erwarten, dachten sich die Macher des Events und boten den Teilnehmern ein Erlebnis, das an Exklusivität kaum noch zu überbieten ist. Ein komplettes Ferrari Formel 1 Team simulierte vor den Augen der Wiesmann-Kunden und zum Greifen nah den Ablauf eines Formel 1 Grand Prix. Fahrzeug-Setup, Rennatmosphäre bis hin zum Boxenstopp. Zweite Highlight des Rahmenprogramms. Rennsportlegende und Formel-1-Pilot Jochen Maas zeigte ein Original NASCAR
aus der amerikanischen Rennsportserie. Highlight Nummer 3. Rennfahrer Jörg van Ommen drehte mit dem Renn-GT von Wiesmann Schnellstrunden auf dem Lausitzring. Auf seinem Beifahrersitz Wiesmann-Kunden. Also das gesamte Package war diesmal war grandios. Also die Zusammensetzung mit den Formel-1-Wagen, mit den Mitfahrten und jetzt noch Freifahren, also das schon vom Feinsten. Wunderbar, wunderbar. Ja, kann ich nur jedem empfehlen. Es wird richtig super. Und macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Das Herz bubbelt so ein bisschen. Ist doch sehr aufregend. Solche Dinge kann man eben im Alltag nicht erleben. Die Rennstrecke bietet wirklich enorm viel Abwechslung. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und auch die Trainer waren mit dem Verlauf zufrieden. Aber ich bin absolut begeistert. Also was ich für meine Gruppe kann jetzt nur sprechen, was sich da in den 2 Tagen entwickelt hat, mit welchem Engagement die Leute reingegangen sind und was ich heute jetzt am Schluss beim Guide fand, das war wirklich schon auf motorsportlichem Niveau. Das war unser Bericht über das Wiesmann-Wochenende der besonderen Art. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.